Willkommen zu einer weiteren Runde Hunger Games, heute mit dem Kid Madman. Und ja, wir laufen dann direkt Richtung 3.5, um zum Sumpf zu kommen. Ich bin das Kid Madman und wie es aussieht, sind hier nur Noobs drauf. Wenn ich gekillt werde, dann ist das ein Hacker, das beschließe ich schon mal jetzt. Aber naja, gut. So. Dann gehen wir jetzt halt Richtung Sumpf, ne? Und hoffen dann, dass das Ganze ein gutes Gameplay werden wird. Oh, hier ist ein Dorf. Mit einer Schmiede. Okay, wir sind die Ersten. Da muss ich mich beeilen. Ich darf keinen Fehler machen hier. Das genügt mir. Das genügt mir. Wir gehen weiter Richtung Sumpf. Und die rennen mir hier alle hinterher, wahrscheinlich. Eine Full-Eisen-Rüssi direkt am Start. Jo, Leute, was ist das für ein schönes Glück. Das gefällt mir doch ganz gut hier. Full-Eisen direkt am Start. Wieder ein bisschen Freude hier. Sehr schön, sehr schön. Was wir aber jetzt machen müssen, ist uns ein paar Suppen und ein Schwert besorgen, weil sonst kommen wir hier nicht weit. Deswegen überlege ich mir gerade, ob ich Kakteen. Okay, hier ist ein Spawner. Und da kommen alle, wollen mich killen. Und da schreibt mich ein Abonnent an, wie es aussieht. Und die hinter mir kommt mit und will sterben. Hoffentlich ist das kein Hacker. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr, weil ich bräuchte doch mal ein paar Suppen. Soll ich in den Sumpf? Ja, ich gehe in den Sumpf. Obwohl das sehr verheerend auswirken kann, weil da sehr wahrscheinlich ein Typ mit Suppen sein wird. Wenn im Sumpf ein Typ mit Suppen ist, dann habe ich geschissen. Dann habe ich wirklich geschissen, Leute. So. Ja, da sehe ich schon einen Typ mit Suppen. Soll ich da rein? Ja, ich tu's. Wenn ich sterbe, Leute, ne, dann rast die so aus. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Nein, der killt mich, der Zuppen. Ja, Wilson! Ich muss zum Lava. Ich muss in den Lava-Pool. Oder ich lock mich einfach aus. Bitch! Ach. Und jetzt spawn ich unter der Erde. Ah Gott. Mit einer Full-Eisen-Rüssi. Einfach nur sterben. Aber ich hätte da echt nicht hingehen sollen, denn da war, wie gesagt, ein Typ mit vielen Suppen und ich hatte eine einzige. Ich hatte, ja, toll. Also so Glück hatte ich noch nie. Und dann sterbe ich, toll. Das kackt mich schon wieder ziemlich an. So, hier ist ein Baum und eine Wüste. Ich versuche jetzt hier den Baum abzuhacken, den Steinschwert zu machen, Kakteen zu holen und dann Richtung Spawn zu laufen. Und um dann zu sterben von einem Typ, der Eisenrüstig hat. Denn ich habe ja keine mehr. Aber ich bin. Hoffentlich hat sie die andere nicht bekommen. Das ist doch schon mal ganz schön, wenn sie die andere nicht bekommen hat. So. Das Stück hier noch. Oder vielleicht nochmal eins. Nochmal eins, würde ich sagen.
So. Zack. Dann machen wir das hier. So. Dann eine Spitzhacke. Und dann ein paar Schüsseln. Ein paar Schüsseln. So. Dann ein schönes Schwert. Eine Suppe. So. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist Kakteen sammeln. So. The Force Field ist ein. Okay, hier werde ich wohl keine Suppen mehr finden. Dann gehen wir doch. Na, da gehe ich mal hin. Weil da hat es so Kakteen. So. Den nehmen wir auch noch mal mit. So. Da machen wir das so und so. Rennen jetzt hier lang und versuchen noch ein paar Süppchen zu bekommen. Der Kane, der lebt immer noch und dieser Husoch hat mich vorhin, ja, sagen wir mal, gekillt. Und jetzt beginnt es wieder zu laggen. Oh, da erinnere mich, das war doch hier, wo ich Dings, ja. So. Sehr exzellent. Ich bräuchte ein paar mehr Kakteen. Ich bräuchte so ein paar mehr Kakteen. Das wäre ganz akzeptabel. Das wäre ganz akzeptabel. So. So. Zwei muss ich jetzt essen. Und jo. Hier scheint nur so möchte gern Wüstenland zu haben. Also hier unten ist der Sand, das heißt so, ja, das sind eigentlich, also da wo ich mich jetzt gerade befinde, das sind eigentlich ja Ozeane. Das ist eigentlich ein Ozean. Aber ja, schöne Terrain Control World Generator baut das Ganze auf. So. Okay. Der Kaktus scheint zu kommen. So. Wahrscheinlich kommt nachher eh so ein Full Iron Typ und ermordet mich. Aber ich hoffe, also ich habe ja jetzt, also ich nehme jetzt gerade mit DxHurry auf und das Problem mit DxHurry ist, dass das unglaublich schwer zu bearbeiten und zu rendern ist. Und mit dem hat man einfach richtig viele Probleme beim Rendern und Bearbeiten. Und ja, deswegen kann es sein, dass das Video gar nicht hochkommt. Deswegen ist es eigentlich unnötig, dass ich das jetzt erzähle. Aber es ist auf jeden Fall, ich hoffe, dass es hochkommt. Aber es ist richtig schwierig. Ja, hier ist er. Oh, ich bin Madman, habe ich gerade vergessen. Und vergessen, ich bin Madman. Ich hoffe, er weiß, was Madman ist. Oh, es hat gerade geleckt. Hast du Kompass?
Also Mad Men, so ein neues Kit. Das ist ein Anti-Team-Kit. Und so, wir holen jetzt Magnus. Und wenn da mehr als zwei Leute in der Nähe von euch sind, also im Radius von 20 Blöcken, dann kriegen die mit der Zeit, werden die immer schwächer. Das heißt, am Anfang ziehen sie zum Beispiel, sagen wir mal so, wenn sie euch begegnen, ziehen sie euch noch, ja, sagen wir, 2,5 Herzen mit einem Steinschwert jetzt. Und wenn dann irgendwie 1 Minute vorbei ist, ziehen sie euch nur noch so 1,5. Das heißt, sie kriegen irgendwie Weakness 1 nach irgendwie so einer Minute. Dann gibt es Weakness 2 und Weakness 3. Ja. Und also ich weiß nicht. Es ist sehr balanciert, weil, wie gesagt, es geht halt auf Zeit. Und Mad Men macht, dass alle, die im Radius von 20 Blöcken in meiner Nähe sind, Schwäche bekommen. Deswegen halt dich bisschen zurück, will nicht, dass du stirbst. Du kriegst nur Schwäche, wenn ein anderer bei mir noch ist. So. Und ja, ihr hört dieses Phantomgeräusch. Am Anfang dachte ich, Alter, hier ist ein Phantom. Wo ich das erste Mal, also gestern habe ich das erste Mal mit Madman gespielt, hab dann aber versaut. Ich kann euch das ja auch noch mal hochladen, wenn ihr wollt. Und das richtige Fail-Runde geht 3 Minuten. Und okay, da ist er. Da unten ist er. Der war non, okay. Interessant. Sehr gute Taktik hier. Schaut euch das an, Alter, der hat ein Weizenfeld gebaut. Okay, weiter geht's. Da ist einer. Ein Zweierteam. So, die haben noch keine Schwäche. Ziehen übel viel, Mann. Ja, der hackt. Ja, Alter, der hackt, Mann. Ja, der hat gehackt. Alter, wer das nicht gesehen hat, ist der hackt, Mann. Ah, Hurensohn! Alter, wie der gehackt hat, Mann!